49,95 € für den Pups- und Popel-Adventskalender. Seems fair to me. Und deswegen, Leute, haben wir uns mal wieder nicht lumpen lassen und natürlich geshoppt. Mein Gott, ist der leicht. Ja, das ist der Pups- und Popel-Adventskalender. Vielen Dank für diesen tollen Vorschlag auf Twitter. Yay, ich bin's Schmalde. Heute packen wir wieder einen Adventskalender aus, damit ihr sehen könnt, ob sich das lohnt oder nicht. Lasset uns beginnen. Fromm und fröhlich, wie sonst auch immer. Ja, wir machen den erstmal auf. Und dann pieken wir hier mal rein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Pups und Popel Adventskalender bedeuten soll, aber schön klingt es für mich. Auf jeden Fall, Alter, ist doch beides lecker. Ah, vor allem Pups, was? Ey, gib dem kleinen Jungen kein großes Messer, ganz ehrlich. So, dann öffnen wir einmal den Pups Weihnachtsmann, I guess. Also es klingt halt maximal disgusting. Steht hier noch was Cooles drauf? 24 äußerst appetitliche Leckereien vom Weihnachtsmann und von seinen Freunden. Okay. Hat mir da jetzt irgendwie Rudolf da reingeschissen oder was? Der Krampus. Durchfall drin gehabt. Schön, so sieht das Ganze aus. Ich lieb's jetzt schon, weil wenn man unten was rausnimmt, ist es wie Jenga, dann fällt der ganze Turm um. Cooles Design, Leute. Ihr wisst, wie Adventskalender funktionieren. Ness. Ich hasse alles daran. Alles. Dann öffnen wir doch mal Türchen Nummer 1 und schauen, was für ein Pups oder Popel uns erwartet. Oh mein Gott, die sind nicht chronologisch. Die 1 ist in der Mitte. So, also nur, dass ihr mein Problem versteht. Ich stelle mir den so hin auf den Tisch, weil so verbraucht der unendlich viel Platz. Und dann ziehe ich mir die 1 raus. Oh mein Gott, ihr seid klug und ich bin dumm. Rentierpups, ich sag doch, Leute. Rudolf hat hier reingeschissen, der Hammer. Rentierpups und noch, ist da noch ein Zettelchen? Nee, okay. Wollen wir doch mal schauen, wie sowas schmeckt. Also schön aussehen tut's nicht, ne? Mhm. So sieht das immer aus, wenn ich versuche, was zu backen und es dann vergesse. Süß. Mmh. Rudolf hatte nicht nur eine rote Nase, sondern einen roten Arsch danach. Das ist einfach nur Schaum. Schaum. Bäh. Appetitlich, muss ich sagen. Ich lieb's total. Also Rentierpups kriegt aber noch von mir 5 Michelin-Stars. Das geht jetzt nicht so weiter, oder? Jesus, ich brauch deine Fähigkeiten. Jesus! Sehr gut. Das wird jetzt alles noch viel länger dauern. Vielen Dank dafür. Ich habe mich dazu entschieden, das so zu machen. Das war freiwillig. Damit wir ein bisschen Gas geben können. Ich sortiere die einmal. Das geht nämlich schnell. Und dann kann ich das auch genießen. Nee, mir fehlt eine Tür. Oh, doch nicht. Alles gut, Leute. Beruhigt euch. Beruhigt dich in den Kommentaren jetzt. So. So, ich habe den Adventskalender mal, der passt hier perfekt auf den Tisch, in die Horizontale gebracht, damit das noch weniger Platz einnimmt, okay? Ja, die machen wir eh scheiße, sind wir mal ehrlich. Ich habe das einfach nur ein bisschen verbessert. So, Rentierpups, nicht mein Favorit, weiter geht's mit Nummer 2. Hab mich immer gefragt, wie Schneemann Popel schmeckt. Wer würde sich das kaufen? Das ist disgusting, Alter. Ja, nochmal eine im Mund. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Das war vielleicht ein Fehler. Oder ist es jetzt einfach sehr schmacko? Oh, also Schneemann Popel ist bekanntermaßen sehr white. Und schmeckt nach Arsch. Das ist alles so gezuckerter Schaum. Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Olaf. So schmecken deine Popel. Ich würde nie aufhören, in der Nase zu bohren. Oder? So, Nummer 3. Stark, auch der Pipi-Schneeball. Oh mein Gott, das passiert mir ab und zu auch. Wenn ich den Schneeengel mache, dass man dann sich vor Freude ein bisschen einstrudert. Passiert euch das nicht? Gut, dann höre ich auf zu reden. Der Pipi-Schneeball sieht genauso aus wie der Rentierpups, nur in Gelb. Was mich dazu bringt, dass er entweder genauso schmeckt oder ein bisschen nach Zitrone.
Pipi schmeckt nach Zitrone. Der ist das Schlimmste bis jetzt. Ich mag es nicht. Das ist jetzt subjektiv, aber ich finde es auch objektiv schwierig, Pipi-Schneeball zu lesen und was Gelbes zu essen. Da bin ich vielleicht ein bisschen einfach ein kleines Mimöschen. Lebkuchenmann-Augen. Lebkuchenmann-Augen. Ich finde, das klingt gar nicht so schlimm. Ich meine, Lebkuchenmann isst man ja von Kopf bis Fuß. So. You're a monster! Oh, es sind M&Ms. Oh, Leute. Ich glaube, es ist was Gutes. Ich mache mal nicht alles, ja, weil... Ich glaube ernsthaft, dass wenn ein Rentier mal ein bisschen Chili isst, sieht es nachher so aus. Oh, endlich mal was anderes. Oh, oh. Schokolade. Der Wahnsinn. Weihnachtswichtelpopel. Cool. Dann ist das schon wieder Schaumzucker, ne? Guck mal. So sieht der Wichtelpopel aus. Dobby hat Meister einen Popel geschenkt! Danke, Dobby. Mach weiter. Aufräumen jetzt. Von vorne bis hinten, alle Weihnachtswesen schmecken einfach gleich. Wirklich, der Ausgang an der Südhalbkugel von euch, der schmeckt genauso wie oben. Möchte ich damit sagen. Eure Pippi ist der Popel. Ja? Ey, wirklich, das ist... Egal, wir sind bei Nikolaus angekommen. Und passend dazu gibt es natürlich, haltet euch fest, die Nikoläuse! Ey, komm, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich dachte, der verfickte Minecraft-Adventskalender wäre schlecht gewesen. Aber das hier ist noch schlimmer. Nikoläuse. Es ist also ungefähr das, was bei Haribo übrig bleibt, wenn man so eine Mixtüte hat und eine Sache davon nicht... Man mag eigentlich immer nur eine Sache, oder? Man kauft Colorado und denkt sich, Alter, warum ist da Lakritz drin? Nikoläuse. Schmeckt natürlich nach Erdbeer. Alles ist viel zu süß. Wenn die ein Steak zubereiten würden, wäre einfach da drauf so Zucker. Wir kommen zum nächsten absoluten Komödien-Highlight, Schneemann-Pups. Ich möchte kurz darüber reden, dass hier irgendwie so ein Pinguin von der Seite angefahren wird. Der sollte sich einen guten Anwalt holen. Was ist hier los, Alter? Alter, mein ganzer Mund klebt. Ich habe das Gefühl, dass Pups inflationär oft Schaumzucker ist. Aber wir dürfen ja den Schneemann-Pups nicht verwehren. Oh. Genauso. Also wenn es nicht nach Pups riechen würde, wenn man es aufmachen würde, wäre es vielleicht ganz lustig. Einmal. 24 Mal, vor allem am Stück, fühle ich das überhaupt nicht. Alter! Nice für die Fußfetischisten unter uns, die Rentier-Hufraspel. Wahrscheinlich, wenn man das in echt essen würde, würde man direkt sterben. Ist das nicht so, wenn man irgendwie zu viel Horn isst, dann stirbt man einfach? Mann, Alter, ich will Goldbeeren! Oh, es riecht sehr süß. Ich wünsche mir einfach, dass das dieser komische, verbotene Apfel ist, den die bei Seven vs. Wild nicht essen dürfen und einfach dran sterben. Dann wäre ich ja einfach wär auch vorbei. Mega weich auch. Sehr genießbar. Total toll. Macht Spaß. Ein toller Job. Werde doch hier YouTuber. Oh, Nummer 9, Alter, viel besser. Fußpilze. Gesteht sich niemand ein, haben aber viele Leute. Riecht nicht angenehm. Und wie es schmeckt, finden wir jetzt aus. Nom, 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 nom.
Der actually hat das mal eine Form, die ich auch nachvollziehen kann. Also das ist, macht mehr Sinn als Hufraspeln, die irgendwie aussehen wie Mango. Weil es ist ein, ein kleiner Pelz. Ein kleiner... Warum riechst du so eklig? Hä? Ess mich. Ah. Was bist du, Fotz, Alter? Schaumgummi-Pilze mit Himbeergeschmack. Habt ihr noch nie eine Himbeere gesehen? Was ist denn an der Himbeere weihnachtlich? Oh ja, wir machen so ein lustiges Team. Weihnachts-Adventskalender. Aber es schmeckt nach fucking Himbeere, Alter. Sehe ich aus wie eine Himbeere? Ja, vielleicht, aber... Nummer 10, Elch Sabba. Mach den scharf. Mach den scharf! Danke. Elch Sabba. Wenn das flutschig ist, esse ich es nicht. Bitte. Elch Sabba klingt ganz... Oh mein Gott, das ist so lame, so unkreativ. Das ist einfach... Was können wir alles aus Haribo nehmen und dann da rein? Endlich mal was Gutes, Alter. Weizenmehl. Aha. 50 Gramm zu... Je 100 Gramm. 50 Gramm Zucker. Ich bin heute irgendwie mega schwach. Weil so wegflippen, das geht aber nicht. Das ist der ganze Zucker, Leute. Ich habe einfach gerade Karies gegessen. Naja, weiter geht's. Und zwar mit Schaukelpferdäpfeln. Schaukelpferdäpfel. Die schmecken vielleicht ganz gut. Das ist wirklich... Hier jagt ein Highlight das nächste. Da bin ich auch sehr dankbar für. Schaukelpferdeäpfel, die sind übrigens auch. Ist das auch Himbeere? Ist das Himbeere? Erdbeergeschmack. Brausebälle Erdbeergeschmack. Brauseball. Brausestein, Alter. Au, was hat denn da geknackt? War das mein Kiefer? Ich beschwere mich ja grundsätzlich nicht so gerne in diesem Format. Aber wenn das hier eine Erdbeere ist, das ist ein Lichtjahr, dann seid ihr ungefähr hier mit dem Geschmack. Das ist ziemlich weit auseinander. Nichts danach hat nach Erdbeere geschmeckt. Oh mein Gott. Brennchennase, es geht also direkt los. Einfach straight up Mörder. Rudolf ist jetzt tot. Das wissen viele Kinder nicht. Aber Rudolfs Nase ist die rote Version von Rudolfs Pupi. Endlich sehe ich aus wie der Clown, der ich bin, Alter. Hat er, ist der Erdbeergeschmack? Den nehme ich mir aber mal für später auf. Das war eklig. Jetzt können wir was von Reinhold Messner essen. Eine Frostbeule. Das ist doch schön. Hoffentlich ist das mal ein anderer Geschmack, weil Erdbeere verträgt mein Maul jetzt nicht nochmal. Oh mein Gott. Wusstet ihr, dass Frostbeulen ähnlich gebaut sind? Wie Rentiernasen, nur in Blau? Den hebe ich mir für später auf. Was ist das für ein Geschmack? Wonach schmeckst du, kleines Arschloch? Ah, einfach nur süß. Pro 100 Gramm hast du 75 Gramm Zucker. Naja, dann hebe ich mir den für später auf, weil wenn ich mal, keine Ahnung, Kuchen backen will. Ist nur Zucker. Der Wahnsinn. Ich glaube, das ist der ungesündeste Adventskalender, den wir bisher hatten. Wichtelmützen. Naja, lass mich raten. Es ist dasselbe nur in Rot. Nochmal dasselbe?
ist literally, wir hatten es schon mal. Das hatten wir schon mal. In unserer guten. Habe vergessen, was es war. Popel? War es Popel? Nein, war es Popel. Schneemann-Popel? Nee, das waren die Augen, oder? Nee, keine Ahnung. Aber wir müssen es natürlich probieren, ob es auch genau das gleiche ist. Schaumzucker mit Erdbeergeschmack. Yay! Es schmeckt nach Arsch. Aber soll es ja auch. Warte mal, das ist der ganze Appeal von diesem Adventskalender. Man kann sich gar nicht beschweren, wenn es scheiße schmeckt. Na, wir haben ja draufgeschrieben, es ist Pups und Arsch. Aber 50 Euro finde ich schon hart. Weihnachtsmann Bartfussel. Hat man das lesen können? Egal, steht drauf. Weihnachtsmann Bartfussel. Die hatten wir auch schon. Also, dass sich das jetzt doppelt, finde ich irgendwie. Es ist nicht mal witzig. Also, es sind ja wie diese kleinen weißen Schaumstoffdinger. Ist das so funny, Alter, dass man sagt, okay, ihr euch so wichtig, wir können das dreimal reinmachen? Ich fühl's nicht. Schneematsch. Bei uns in Berlin nennt man das ganz normalen Schnee, weil alles sich direkt auf der Straße in braunen Schlamm verwandelt. Die Schokolade hat so das Fett schon nach außen abgestoßen, weil der wahrscheinlich bei der Versand ein bisschen warm geworden ist. Schmackig. Wir haben erstmal die weißen Knubbel nochmal. Das sind legit genau die gleichen. Hey, wie könnt ihr denn unten rausfallen? War das schon offen? Habe ich das gerade aufgemacht? Die Seite von der Tür ist einfach aufgerissen. Hä? Und also, die Schokolade kann man auch essen. Versteht mich nicht falsch. All gut. Aber sie sieht einfach ranzig aus. Aber Vollmilchschokolade. Bäh. Bäh. Vollmilchschokolade-Drops. Also sie haben halt vergessen, das andere mit drauf zu schreiben. Weil es sind ja zwei Sachen hier in der Tüte, aber es steht nur eine Sache hinten drauf. Und hat aber nur 48 Gramm Zucker. Also, Alter, Problem gelöst, Leute. Rentier-Ohrenschmalz. Wieder 17. Ey, wirklich, ich bin so froh, wenn das durch ist. Das war der Pipi-Schnee? Pipi-Schnee? Ohrenschmalz. Es deucht mir, dass das vielleicht genau dasselbe Scheiß ist. Das finde ich für 50 Euro echt mega lame. Was hat denn 50 Euro hier, was ist der Wert davon? Dass ihr lustige Sachen da drauf schreibt? Die nicht mehr, ich meine, sorry, wo sind denn Schnürsenkel weihnachtlich? Das sind jetzt die roten Bändchen. Lass mich raten. Wir hatten die Rentierrotze. Ja! Wie viel Zucker haben die? 75 Gramm! Das ist wirklich einfach nur Zucker. Und auch, also, ich find's toll, wie wenig Müll hier entsteht. Das ist ja der Hammer. Aber die schmecken nach Original. Die haben das ja nicht einfach umgepackt, oder? Sind nur 50 Gramm Zucker, Alter. Alles im grünen Bereich. In der 19. Weihnachtself-Pups! Ey, es ist mal was Neues. Ich bin da ja jedes Mal glücklich drüber. Bitte lass es doch. Komm einfach raus, Mann. Das sind die traurigsten Regenbogenfarben, die ich jemals gesehen habe. Die sind so richtig ausgewaschen. Es sieht irgendwie aus, als wäre es alt. Gramm Zucker! Nice. Ey, ich habe einfach so einen Esslöffel Zucker heute gegessen. Absolutes Highlight, Weihnachtsmann Bauchnabelfussel. Den hatten wir doch auch schon. Es ist schon wieder die Nase. Es hat aber eine, glaube ich, hellere Farbe. Ich weiß nicht, wo ich die Nase hingeschmissen habe, aber es sieht, glaube ich, ein Ticken anders aus. Deswegen müssen wir natürlich probieren, ob es vielleicht auch Schmacko ist. Die hebe ich mir für später auf.
Bauchnabelfussel sind doch nicht rot, Alter. Die sind immer grau. Goldengelpopel! Ey. Das ist einfach nur unlustig. Es ist was Neues und es sieht hochwertig aus. Ja! Digga, aber 50 Euro, da müssen aber in den nächsten noch echt gute Sachen drin sein, ne? Also, die sind schon gülden. Gülden, die passen gut in das Set hier. Die sind okay. Fast schon die 24. Habe ich die 24 versehentlich aufgemacht? Ich glaube nicht. Aber Endspurt auf der 22. Was haben wir hier? Nix. Oh. Wir haben in der 22 Nussknacker-Pups. Gucken, ob das mal was Neues ist. Es ist was Neues, aber glücklich macht es mich trotzdem nicht. Toll, dass wir nochmal eine kleine Plastiktüte kriegen. Wie soll man sonst anders verpacken? Ja, dann ist das vielleicht einfach keine gute Idee, so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Haters gonna hate them. Vier unglaublich wohlduftende Schaumzucker-Sachen, die genauso anders schmecken wie alles andere. Bäh. Schmeckt alles gleich, außer die Schokolade. Jetzt haben wir ein paar Wichtelfinger. Also so am Stück ist es wirklich ganz schlimm. Wenn da jetzt noch irgendwas Salziges wäre, dann könnte man das wenigstens kontern. Aber alles ist so süß. Es ist nur Vollmilchschokolade. Nur also irgendwie so bitter wäre auch geil. Zartbitterschokolade. Aber das finde ich nicht nice bis jetzt. Digga, aus was für einem Lager haben die das bekommen? Also das ist doch irgendeine Halloween-Süßigkeit. Wichtelfinger. Das ist doch nur umgebrandeter Müll, oder? Das läuft noch irgendwie 2 Monate länger und dann haben die sich gedacht, ja gut, dann nehmen wir das einfach. Und schreiben Wichtel drauf. 52 Gramm Zucker. Ich bin ein starker Mann. Danke nochmal für diesen tollen Tipp. So, jetzt haben wir noch im Finale. 24, es ist Heiligabend. Freut ihr euch nicht auf Weihnachtsmann-Popel? Wenn der genauso ist wie Rentier-AA, ne? Es gibt Ärger. Aber so süßes Zeug wie schon. Wir haben 2 Sachen bekommen. Einerseits haben wir den Popel und wir haben eine Zuckerstange. Fangen wir doch mal mit dem Stänkchen an. Die sind wirklich nur Zucker. Jupp. 85,2 Gramm Zucker. Okay. Das ist ganz schön viel. Dann haben wir den Weihnachtsmann-Popel. Nein! Ah, der ist noch gut. Der geht noch. Moment bitte. Der ist noch gut. Der geht noch. War nicht gut. Oh, mir ist so schlecht. Den mag ich gar nicht. Digga, ihr müsst ja mal überlegen. Also wenn ihr lustig sein wollt, von mir aus, kauft euch was ihr wollt. So ist ja, es ist ja euer Geld. Aber selbst mit Inflation einberechnet finde ich 50 Euro für das Ding schon echt ziemlich viel verlangt. Ich weiß nicht, was mir jetzt noch helfen würde. Ein Like von dir! Das wäre Zucker. Ich muss mich übergeben.